Dunkle Wege Welt verloren, bösen Engel nur erkoren. Wo ein Trugbild namens Nacht hoch auf schwarzem Throne wacht. Und damit fängt die schönste Zeit des Jahres an. Nein, ich rede nicht vom Herbst, obwohl ich den auch über alles liebe. Ich rede von Halloween. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute meine liebsten Grusel-Geistergeschichten, Lieblingsthriller, also alles, was einen gruselt und den Atem anhalten lässt. Und was kann es da Besseres geben, als ein Teechen aus dieser wunderschönen Katzentasse zu trinken? Ich habe auch meine Kätzchenohrringe angezogen. Ich liebe Katzen und gerade so Halloween, schwarze Katzen, ist perfekt. Eine Geschichte, die mich nicht nur gegruselt hat, sondern die auch wirklich spannend war, die einen spannenden Kriminalfall vereint hat mit Gruselelementen, also wirklich super gelungen, war für mich Geisterfjord. Ich erspare es euch jetzt, diese Autorin vorzulesen. Ihr könnt sie gerne ablesen und ich werde auch alle Bücher unten in der Infobox verlinken, falls ihr Lust drauf bekommen habt. Wie gesagt, verfolgen wir hier in Geisterfjord einen Kriminalfall, der langsam aber sicher aufgedeckt wird. Parallel dazu begleiten wir drei junge Leute, die ein Ferienhaus in einem isländischen Dorf neu aufarbeiten wollen, um sich damit ein zweites Standbein aufzubauen, um ein bisschen Geld einfach nebenbei zu verdienen. Und ganz schnell wird man von dieser düsteren Atmosphäre auf diesem verlassenen Dorf wirklich mit hineingezogen. Man erlebt ganz schnell auch komische Vorkommnisse, die einem wirklich Gänsehaut bescheren. Also das ist wirklich hier in diesem Buch gelungen, dass hier komische Dinge, die passieren, nicht irgendwie platt wirken, sondern wirklich einen Atem anhalten lassen. Und das hat mir besonders gut gefallen. Wer auf der Suche nach einer guten Geistergeschichte gepaart mit einem wirklich guten Kriminalfall ist, mit einem gelungenen Ende auch noch, wie ich finde, also ich liebe dieses Buch einfach, der sollte sich Geisterfjord auf jeden Fall mitnehmen. Ein weiteres Jahreshighlight von mir ist The Ending von Ian Reid. Ich habe es per Zufall in der Bücherei entdeckt und irgendwie hat das Cover mich gefesselt. Es ist ein sehr dünnes Buch und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, es ist ein Psycho-Thriller mit so wenig Seiten, ich bin irgendwie neugierig geworden. Wir begleiten bei The Ending eine Frau, die mit ihrem neuen Freund zusammen seine Eltern besuchen fährt. Das heißt, es ist ein Pärchen, das sich noch nicht lange kennt und wir erfahren hier alles aus der Sicht der Frau. Und Ian Reid ist für mich ein Genie, denn er schafft hier wirklich eine Gänsehaut vom Feinsten, ohne dass der Leser genau weiß, warum gruselt es mich gerade? Warum habe ich ein ganz schlimmes oder schlechtes Bauchgefühl? Und das macht diesen Roman oder diesen Thriller einfach so raffiniert und so ausgeklügelt. Das ist der Wahnsinn. Es steht ja auch schon auf dem Cover, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Und genau das trifft es. Man erfährt so nach und nach, dass die Frau sich Gedanken macht, sich über die Beziehung Gedanken macht, ob das denn wirklich das Wahre für sie ist. Und dann begleitet man das Pärchen und lange Zeit passiert wirklich nichts. Und trotzdem ist die Atmosphäre erstickend beinahe. Und das ist wirklich ein ganz raffinierter, psychologischer, ausgewitzter Thriller. Es gibt davon sogar mehrere Internetseiten, die über das Ende diskutieren. Die einen werden es, glaube ich, hassen und die anderen lieben. Und falls ihr das Risiko eingehen möchtet, euch auf diese Reise einzulassen und im wahrsten Sinne des Wortes mit den beiden die Autofahrt zu bestreiten, dann geht das Risiko ein. Vielleicht wird es ein Buch sein, was ihr am Ende lieben, aber vielleicht auch hassen werdet. Das kann ich euch vorher nicht sagen. Und ganz zum Ende spitzt sich diese Autofahrt zu. Es kommt zur Katastrophe. Ich kann gar nicht mehr verraten. Außer, dass man sich schon Gedanken darüber macht, warum Jake eigentlich so wenig von sich erzählt. Und wir bekommen auch in der Geschichte kleine Ausschnitte dazu, was eigentlich am Ende passieren wird. Und trotzdem weiß man nicht ganz genau, was am Ende passieren wird. Und das finde ich so brillant gelöst. Also Ian Reid The Ending, ein weiteres Herzensbuch von mir. Wie ist das bei euch? Feiert ihr Halloween eigentlich? Und wenn es so mit einem guten Horrorfilm ist auf der Couch, habt ihr auch Lust, dann einfach ein bisschen euch mit Geistergeschichten zu beschäftigen? Oder sagt ihr, das ist überhaupt nichts für mich? Würde mich mal interessieren, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ein Buch, das schon älter ist, ist von Mark Frost 7. Nicht zu verwechseln mit dem Film 7 mit Brad Pitt. Nein, damit hat es gar nichts zu tun. Und trotzdem ist es ein absolutes Meisterwerk. Es ist ein Buch, was ich dank meiner Mama entdeckt habe.
und mir das einfach mal aus dem Bücherregal stibitzt habe. Und es geht hier ins alte London wieder, ich liebe es, ins 18., nee, entschuldigt, ins 19. Jahrhundert. Und wir begleiten hier einen Arzt und Schriftsteller, der sich auf eine Seance einlässt, einfach um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Er ist dem Ganzen wirklich skeptisch gegenüber und sagt, ich möchte diese Leute aufklären und ihnen sagen, dass sie ihr Geld, nur weil sie mit vielleicht verstorbenen Liebsten reden möchten, nicht für Seancen aus dem Fenster werfen sollen. Doch, da hat er sich getäuscht, denn gerade bei dieser Seance geht einiges schief und er merkt schnell, dass hier tatsächlich Geister am Werk sind. Und er begibt sich auf eine Dämonenjagd, auf eine Hexenjagd vom Allerfeinsten. Ich kann euch das gar nicht erzählen, wie spannend dieses Buch ist. Und der Skeptiker muss dann doch ganz schnell feststellen, okay, die Welt hat doch noch einiges mehr zu bieten, als ich mir vorher irgendwie vorstellen konnte. Es ist einfach ein spannender Einblick in die Welt des Übersinnlichen und auch hier wieder ein geniales Ende. Wir werden hier komplett in eine andere Welt mitgenommen, was mir so besonders gut gefällt. Und deshalb ist sie eben auch ein Tipp für Halloween oder für gruselige Stunden. Ein weiteres Buch, was auch in meinem Lesemonat schon vorgestellt wurde, deshalb werde ich nicht viel dazu sagen, aber es muss einfach mit in dieses Video, ist von Judith Hawkes, Der kalte Hauch des Flieders. Eine Geistergeschichte, die uns tatsächlich auch mitnimmt in ein altes Haus, wo es spuken soll, und es ist einfach eine ganz besondere Geisterjagd, auf die wir hier mitgenommen werden und auf die wir auch selber gehen. Hier ist der Grundriss des Hauses. Wir erfahren von verschiedenen Bewohnern des Hauses. Wo haben wir es denn? Hier, wir erfahren auch von den verschiedenen Bewohnern, die vorher in diesem Haus gewohnt haben, was sie genau dort erlebt haben, was für komische Klänge sie nachts gehört haben unter anderem. Und das macht das Buch so lebendig und so spannend. Und wer Lust darauf hat oder wer Lust auch hat, auf eine Geisterjagd zu gehen, der sollte dieses Buch auf jeden Fall bestellen, kaufen oder ausleihen und mit auf die Couch nehmen. Ein etwas anderes Gruselbuch, weil es sich nicht mit Geistern beschäftigt, mit Dämonen, aber mit menschlichen Abgründen, ist Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Ich habe es dank der lieben Sarah von The Sarah Story entdeckt und lieben gelernt. Und es ist so ein Herzensbuch von mir geworden. Es muss mit in diese Reihe, weil wir hier mit wirklich in, wie gesagt, menschliche Tiefen, menschliche Abgründe gucken und uns mit der dunklen Seite eines jeden Menschen beschäftigen. Es geht hier um den jungen Dorian Gray, der von seiner Schönheit und von dem ewigen Leben verführt wird und einen Pakt mit der Kunst eingeht. Und wie Dorian Gray sich immer weiter verliert und sich dem Oberflächlichen hingibt und ob es ihn wirklich glücklich macht und wie es zum Ende wird, das möchte ich natürlich nicht verraten, wenn ihr mal Lust habt, wieder auf einen guten Klassiker. Ein weiteres Buch, was die Geister wirklich scheidet, also wo wirklich viele gesagt haben, mit denen ich mich unterhalten habe, Sarah, das war überhaupt nichts für mich und ich habe es geliebt, ich habe es in einer Nacht oder an einem Tag und einer Nacht auf jeden Fall durchgelesen, ist von Josh Mellerman, Der Fluss. Ja, die Welt geht dem Ende zu. Das alles hat damit zu tun, dass die Menschen draußen etwas erblicken, etwas erspähen, was sie dazu bringt, sich selber umzubringen. Und dieses Grundszenario finde ich schon sowas von abgefahren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber nicht mich gut in der Dunkelheit zurechtfinde und da auch einen gewissen Respekt vor habe. Vielleicht hat mich dieses Thema angesprochen, denn natürlich versuchen die Menschen trotzdem hinaus in die Welt zu gehen und sich dabei einfach die Augen zuzubinden und auf alle anderen Sinne komplett einzulassen. Und dieses, wir werden hier mitgenommen von einer jungen Frau, wo es dann Szenen gibt, wie dass sie sich wirklich dann eine Augenbinde umsetzt und hinausgeht, ohne genau zu wissen, was eigentlich die Menschen dazu bringt, sich umzubringen. Ob es Wesen sind, ob es Erscheinungen sind. Und dieser Gedanke, da hinauszugehen, nicht zu wissen, ob jemand neben einem steht, Geräusche zu hören, das hat mich komplett umgehauen und mich auch ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen, aber im positiven Sinne. Und deshalb ist Der Fluss von Josh Mellerman auch eine absolute Empfehlung von mir. Nur noch was für die Jüngeren, obwohl ich finde, dass dieses Buch auch gut von Erwachsenen gelesen werden kann, die sich gruseln wollen, ist Onkel Montagus Schauergeschichten. Ich glaube, ich habe es damals bei der lieben Melanie von Melanie Liest entdeckt und ich musste es einfach haben, allein schon wegen diesen Zeichnungen von dem Autor selber. Die finde ich schon absolut bezaubernd.
Und ja, so kleine Kurzgeschichten abends vorm Schlafen gehen, dann nochmal da reinzustöbern und sich in diese Welt fallen zu lassen, ganz toll. Es geht hier um einen Jungen, der seinen Großvater besucht. Quatsch, der seinen Onkel besucht, deshalb, ja. Wir schneiden das mal nicht raus. Auf jeden Fall geht es hier um einen Jungen, der seinen Onkel besucht und in ein ganz großes Haus geführt wird, wo der Onkel lebt. Und der Onkel ist dafür berüchtigt oder dafür bekannt, dass er gewisse Geschichten gerne erzählt. Und der Enkel lauscht ihn dann in einer dunklen Nacht und ja, kommt schnell dahinter, dass die Geschichten vielleicht gar nicht so erfunden sind und dass sich auch gewisse Gegenstände in seinem Haus von den Geschichten wiederfinden. Ob Onkel Montagu sich anhand der Gegenstände einfach hat inspirieren lassen. Das alles könnt ihr hier in diesem Buch erfahren. So, meine Lieben, trotz Schnupfens, trotz Hustens, also wer sich das gar nicht anhören mochte, dem bin ich auch nicht böse. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solcher Empfehlungen einfach mal hören möchtet, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare, wie gesagt, schreibt, ob Halloween was für euch ist, ob ihr es feiert, wie ihr es feiert. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich zusammen mit meinem Freund die komplette Staffel Stranger Things zum Beispiel durchgesuchtet. Das war auch ganz toll. Und was dieses Jahr wird, wissen wir noch gar nicht. Vielleicht bleibe ich aber im Bettchen und lese einfach ein, zwei, drei, vier Stündchen. Bleibt bunt, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wie schon gesagt, wird hier ein Kriminalfall aufgedeckt und Ermittlungen dazu angestellt. Und parallel begleiten wir hier drei junge Menschen, die sich in ein verlassenes Dorf nach Island begeben, um dort ein Ferienhaus aufzupäppeln. Die sind beide oder alle drei nicht so gut bestückt. Nein, es ist ja Quatsch mit Soße, was ich hier erzähle. Kann ich euch Dorian Grays Oscar Wilde wirklich ans Herz legen?